Liebe Kolleginnen und Kollegen, hoch oder quer, was nun? Eigentlich leicht zu beantworten, gewöhnt euch quer an. Hochformat ist sinnvoll bei Smartphone-Apps, wie beispielsweise TikTok, bei Instagram, also sprich bei Videos und bei Bildern, die ausschließlich auf dem Smartphone gezeigt bzw. angesehen werden. Sonst überall, YouTube, Laptop, PC, immer Querformat. Also gewöhnt euch an Querformat, denn jedes Video, das ich auf Instagram oder wo auch immer habe, kann ich auch im Querformat anschauen. Querformat ist vor allem dann interessant, wenn ich eine Interviewsituation habe oder wenn ich am Bildschirm rechts oder links desjenigen, der etwas zu präsentieren hat, etwas einblenden möchte. Ich habe mal meinen Kollegen Wolfgang gebeten, dabei zu sein. Hallo Wolfgang. Hallo Günther. Vielen Dank. Sehr gerne. Eindeutig zu sehen, Querformat. Ich sehe beide Personen. Dementsprechend gewöhnt euch an Querformat. Wer sich jetzt nur die Frage stellt, das ist doch umständlich, Querformat im Smartphone. Ich kann ja nichts bedienen. Geht einwandfrei. Ich nehme das Smartphone zwischen Zeigefinger und kleinen Finger und habe den Daumen frei, um es entsprechend zu bedienen.